47 Minuten Rig-Tour. Okay, Makun. Wieso habe ich keinen Chat? Nobel im Sessel. Was ist denn das für ein Intro? Mit Kaffee und... Ui, hoho, Makun, Makun, Makun. Bonjour, YouTube. Ich kann euch endlich die Simic-Tour zeigen. Ich habe die bewusst immer wieder verschoben, aber eigentlich ungewollt. Weil geplant war es eigentlich schon immer, dass ich das einmal im Jahr mache, so im Frühjahr oder so Anfang Sommer. Aber durch diverse Ideen, die ich jede Woche oder jeden Monat irgendwo gesehen habe und umsetzen. Er hat auf jeden Fall jetzt sein eigenes Zimmer. Und da braucht mir auch keiner erzählen, dass er seine Familie den Esstisch rausgeschmissen hat. Irgendwas hat sich verändert in seinem Haus. Und wieso trägt der junge Mann eine Kette und ein Hemd? Dieses Sexappeal ist ja in den ersten 29 Sekunden schon wieder viel zu schlimm. Da wird mir ja ganz warm. Setzen wollte, habe ich das immer wieder verschoben, weil ich euch das erst zeigen möchte, wenn das Rig fertig ist. Wobei fertig in Anführungsstrichen, so ein Ding ist ja nie fertig, das wisst ihr ja selber. Und deshalb zeige ich euch heute die ganzen coolen Sachen, aber auch die nicht so coolen Sachen. Heißt also die Dinge, die ihr in den ganzen Videos und Streams nicht direkt sehen könnt, weil nicht alles ist halt Gold, was glänzt. Und deshalb gibt es heute die nackte Wahrheit. Und ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen wird. Und eine Premiere gibt es heute. Ich zeige euch mein erstes Rig-Porn. Und ich hoffe, dass es euch auch gefallen wird. Und deshalb sage ich viel Spaß dabei. Okay. Oh, YouTube 2005 hat angerufen. Wir wollen unsere Hände zurück. Geil. Das finde ich gut, Makun. Hast du etwa von Bavarian Syntech das Lenkrad schon? Das hast du schon. Hast du deine Wheelbase gewechselt? Wir haben endlich eine Simucube dran. Oho. Guter Mann. Der Sport ist so geil. Kamera jetzt auch oben drüber. So, so sieht es aus, wenn man jetzt hier ins Büro reinkommt. Die sehr interessante Seite ist natürlich die linke Seite. Wir gehen aber erstmal auf die rechte Seite des Raumes. Kurz gesagt, ich habe den Raum, den ganzen Raum nun zur Verfügung. Das Esszimmer, was hier vorher war, das ist jetzt im Flur. Wir haben halt einen sehr großen Flur und großer Flur ist eigentlich ein toter Raum. Oh. Und deshalb haben wir den jetzt... Entschuldigung, ich bin nicht eingeschlafen, aber mir sind die Hände sind runtergefallen. ...ist genutzt und werden dort jetzt essen und das passte wunderbar. Deshalb bin ich froh, dass ich den Raum jetzt so, wie er ist, nutzen kann. Hier waren mal die Schiebetüren. Die sind jetzt auch draußen, weil wir die jetzt nicht mehr brauchen. Ja, und hier wird sich jetzt einiges tun. Ich möchte das Zimmer renovieren die nächsten Monate.
das dann zu einem schönen kleinen Studio machen. Und dazu gehört Teppich in dem ganzen Raum, die Wände dunkel gestrichen, schön schmücken, mit RGB-Beleuchtung, mit einigen Regalen und so weiter. Da habe ich schon so einiges im Kopf, aber final ist noch kein Plan. Aber egal. So viel zum Raum. Wir gucken uns erstmal die rechte Seite an. Hier sind meine Lenkräder. Da ist das alte McLaren Wheel, was ich noch bis vor kurzem gefahren bin, bevor ich die Wheelbase gewechselt habe. Das Lenkrad werde ich für immer behalten. Das kann jetzt in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Viele Jahre okay. Begleitet, top funktioniert, bis zum letzten Tag. Und deshalb kommt es dann in eine Vitrine. Ja, hier die anderen Lenkräder, hier ein kleines Formel-Lenkrad, großes Lenkrad für Rallye oder auch für NASCAR zum Beispiel. Hier für diverse Fahrzeuge, für Tourenwagen und so weiter. Hier die zwei Paar Schuhe. Hier die schönste Erinnerung, die ich habe an den ersten und bisher einzigen Sieg bei einem 24-Stunden-Rennen. Da fehle ich leider. Das habe ich geskippt, weil ich was anderes vorhatte auf dem Sonntag. I hate my life. Ich hätte es auch gewinnen können. Nein! Aber Glückwunsch an die Jungs. Ja, so viel dazu. Hier wird sich da noch einiges tun. Schöne Erinnerung. Hier ist dann der Schrank. So, ihr könnt auch sehen, dass ich bild- und tontechnisch ein bisschen hier aufgerüstet habe. Das soll ja auch dazu dienen, dass ihr dann auch höhere Qualität in den Videos bekommt. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt schon sehen könnt. Ja, ihr könnt sehen, dass ich jetzt schon wesentlich mehr Platz habe. Hier waren vorher nur 6 oder keine 7 Quadratmeter, die ich hatte. Und deshalb ist alles da so kompakt gebaut. Aber diese Zeiten sind jetzt so langsam vorbei. Jetzt kommt das Rig auch ein bisschen mehr in die Mitte des Raumes. Genau, da muss ich jetzt nicht so auf den Platz achten in Zukunft. Hier ist mein Schreibtisch. Nichts Besonderes. Hier schneide ich meine Videos. Hier zocke ich auch zum Beispiel andere Spiele. Also nicht nur Simracing, sondern auch was anderes. Ja, hier sind ein paar Schaumplatten, um halt diesen Hall-Effekt ein wenig zu reduzieren. Weil zur Schallreduzierung sind die halt nicht geeignet. Das ist eigentlich ein Mythos. Ja, ich bin früher auch Motorrad gefahren. 40 Zoll Fernseher, 32 Zoll Fernseher, beide können 4K, 60 Hertz. Das reicht mir für meine Zwecke. Viele Profi-Gamer würden jetzt mit dem Kopf schütteln, aber für mich reicht das. Ja, nichts Besonderes, ein paar Kabel liegen hier, weil ich hier halt immer brauche. Ja, so viel zum Schreibtisch. Jetzt kommen wir zu dem schlimmsten Teil eigentlich, weil ich habe euch ja gesagt, dass es auch nicht so schöne Seiten gibt, die ihr sonst in den ganzen Videos nicht seht. Also alle, die jetzt Angst vor Kabeln haben, die eine Kabelphobie haben, weggucken, wegdrücken, vorspulen, wie auch immer, weil jetzt zeige ich euch das oder den ganzen Kabelsalat. Wir schwenken mal nach links um. So, das ist jetzt die erste Ecke. Süß. Süß. Mal kurz etwas heller. So. Ja, ihr könnt schon sehen, was hier Phase ist, im wahrsten Sinne. Hier sind viele Phasen. Ja, also, ihr könnt sehen, dass hier kein Kabelmanagement betrieben wird. Das hat folgende Gründe. Und zwar haben wir hier am Rig schon extrem viele Geräte. Ich habe schon fast, also ich habe hier 4 aktive USB-Hubs und 3 sind rappelvoll, das vierte ist fast voll. Also ihr könnt sehen, dass hier sehr viele Geräte dran hängen. Das Problem ist jetzt, dass alle Geräte an verschiedenen Stellen im Rig sind und dass alle verschieden lange Kabel haben, die aus verschiedenen Richtungen kommen. Die langen oder die Geräte mit langen Kabeln, die kannst du halt relativ gut verlegen, aber einige Kabel sind halt so kurz, dass man die dann wirklich auf direktem Weg verlegen muss und das heißt dann kreuz und quer. Und die Mühe habe ich mir erst gar nicht gemacht, das alles zu ordnen, weil das geht einfach nicht. Irgendwo oder da kommt ein Punkt, wo es einfach keinen Sinn mehr macht. Vor allem, da gebe ich dir 100% recht. Es ergibt einfach irgendwann keinen Sinn mehr. Weil ich auch hier jede Woche hier dran rumschraube, da macht Kabelmanagement wenig Sinn. Was ich tun könnte, was ich auch zum kleinen Teil gemacht habe, ist, ich kann jetzt diese ganzen dicken Kabelstränge bündeln. Das könnte ich tun. Aber auch hier muss ich jede Woche dran und dann das wieder lösen und so weiter. Ja, kann man machen, aber ich sehe da jetzt nicht so
die Notwendigkeit darin. Wichtig war aber für mich, dass ich das, also wenn ich im Cockpit sitze, dass ich die Kabel nicht sehe. Das war wirklich für mich. Deswegen hast du ja auch überall Wände dran. Priorität Nummer eins. Und das habe ich ganz gut hinbekommen. Ja, wir haben hier 3 Steckdosenleisten, sogar 4, 5 sogar. Also hier haben sehr viele Geräte ihren Steckplatz gefunden. Marcel, wenn du irgendwann mal vorbeikommen solltest und wir uns den Spaß machen, in meinem Büro zusammenzufahren, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass das gar nicht so schlimm ist, glaub mir. Ja, hier sieht man jetzt nicht so viel. Hier kann ich auch jetzt nicht so viel zeigen. Wir gehen mal hier. Ich habe das ganze Rig habe ich ja fast komplett verschlossen. Der Grund war, ich stehe ja voll auf die Prototypenfahrzeuge. Ne? Das sollte eigentlich, das ist alles so provisorisch hier. So. Ich mag oder ich liebe Prototypenfahrzeuge und deshalb wollte ich ein Rig bauen, was dieses Gefühl widerspiegelt, in so einem Prototypen zu sitzen. Jeder, der schon mal so Fotos gesehen hat von so einem Cockpit, der weiß, die sind sehr klein, die sind sehr eng, dunkel, weil die Scheiben, die da drin sind, wirklich sehr klein sind. Und dieses Gefühl wollte ich unbedingt mal spüren und deshalb habe ich das Cockpit so gut es geht von einem Prototypen nachgebaut. Dazu gehört auch, dass man das Cockpit dann komplett verschließt. Und das ist mir auch relativ gut gelungen. Einige, also hier gibt es noch Stellen, die jetzt offen sind. Aus gutem Grund, hier war mal ein Entlüfter drin, also ein Ventilator, der die warmestiegige Luft rausgesaugt hat. Der ist jetzt hier nicht mehr drin, weil ich immer mit der Kameraposition gespielt habe und weil ich auch keine Schiebetüren mehr hier habe. Heißt, diese schlechte Luft, die jetzt in diesem kleinen Raum immer war, die ist zum Glück nicht mehr da. Also die frische Luft bleibt jetzt hier länger drin und es bleibt auch etwas länger kühl. Ja, darum ist das ganze Cockpit verschlossen. Womit habe ich das gemacht? Hier zum Beispiel habe ich dicke, harte Pappe genommen. Die ist sogar so dick und so hart, dass man hier sogar Schrauben durchstecken kann und Sachen dran befestigen kann. Das geht wirklich sehr gut. Und alles mit Carbonfolie foliert. Carbonfolie ist ja so, wenn man irgendwas oder wenn man auf irgendetwas Carbonfolie klebt, wird es leichter. Deshalb ist auch das ganze Rig leicht, weil Carbon ja leicht ist. okay. Ja, so viel dazu. Hier sind die 3 Fernseher. Oh, ja. Oh no. Oh yes, Silverduck, Dankeschön für 40. Ihr wisst Bescheid, kauft Carbonfolie. Hier ist der rechte Ausleger. Auch hier ein wenig Schaumstoff. Hier verkleidet, dass eben kein Licht von außen nach innen eindringt. Das war mir auch wichtig, dass ich eben halt kein Licht von außen sehe. Hier habe ich auch einen Spalt. Den habe ich jetzt hier provisorisch auch erstmal mit einem Stoff zugemacht, um auch dort eben kein Licht ins Cockpit zu bekommen. Jetzt muss man das eben so planen. Auf engstem Raum muss ich ein Cockpit bauen, aber so bauen, dass ich immer noch von allen Seiten sehr schnell dran komme, um eben halt dran rumzubasteln. Deshalb habe ich auch hier diverse Wartungsluken. Das bedeutet, ich muss einfach nur die 2 Schrauben lösen und kann die ganze Platte ganz easy rausnehmen und kann dann im Cockpit rumschrauben. Das gleiche gilt auch hier für diese kleine Platte, die ist mit 3 Schrauben befestigt. Die ganze Rückwand, ja, das sind ein paar Schrauben mehr, aber auch das ist relativ easy. Da ist jetzt hier eine 5 oder 6 mm dicke MDF-Platte. Hier auch, weil um diese Länge habe ich das Rig vor ein paar Monaten verlängert. Und dann hier haben wir eine 10 mm dicke MDF-Platte, auch aus dem Baumarkt. Hier ist Pappe und ihr könnt auch hier sehen, alles mühsam mit Carbonfolie foliert, außer hier. Hier ist jetzt schwarz-matte Folie. Warum? Ich weiß eigentlich gar nicht, warum habe ich da nicht Carbonfolie drauf gemacht? Ich schlinge. Ja, hier nochmal oben drauf 2 Steckdosenleisten. Hier mein alter Motorradhelm, den ich zum Karthelm umfunktioniert habe. Ich mache kurz ein bisschen dunkler wieder. So ist besser. Ja, hinten ist der Rechner, hinten ein Rennanzug, den ich mal geschenkt bekommen habe von der Ferrari GT Challenge.
Ja, jetzt sind wir hier auf der linken Seite. Hier haben wir zwei Ausleger, einmal die linke Seite und die rechte Seite. Die linke Seite ist eine Tür. Das zeige ich euch gleich. Wir gehen mal erstmal nach vorne. Hier kommen wir zu den Pedalen. Wenn ich das machen würde, ne? Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, das auch selber mal zu machen, ne? Aber ich kriege das einfach nicht übers Herz, mir in meinen Raum einen 2x2 Meter schwarzen Würfel reinzubauen. Wobei ich das schon echt geil finden würde, ne? Aber ich kriege das einfach nicht übers Herz, wenn ich streame, dass da hinten einfach nur ein schwarzer Würfel steht. Das sieht dann irgendwann nicht mehr schön aus. Wobei ich das Cockpit halt schon sehr, sehr feier. Oder erstmal hier oben. Fangen wir erstmal hier oben an. So, wieder etwas heller. Hier haben wir eine Wind Simulation von Sim Racing Studio. Das sind zwei einmal da und hier zwei extrem starke Industrielüfter. Und die brauchst du auch, denn wenn du drin sitzt und alles ist zu, da brauchst du Frischluft. Die Luft wird drinnen sehr schnell warm und sehr stickig. Und deshalb habe ich vom lieben Andreas das ganze Set geschenkt bekommen. Nochmal vielen Dank dafür an dieser Stelle. Das hat mir das Leben gerettet, als ich das Cockpit komplett verschlossen habe. Zu dem Zeitpunkt hat er mir halt angeboten, diese Lüfter zu nehmen. Habe ich auch dankend angenommen und die haben mir, wie gesagt, das Leben gerettet. Die sind sehr stark, die sind aber auch sehr laut. Die kannst du nicht betreiben, wenn du nicht mit Kopfhörern fährst. Ich fahre mit Kopfhörer, deshalb war es für mich kein Problem. Pappelapapp, man braucht einfach nur eine hohe Toleranz. Ne? Oder was? Da drüben in meinem Audioschrank hängen 5 richtig fette Lüfter drin, damit im Sommer aus diesem ganzen Kladderadatsch die Luft mal rausgeht. Wenn du da den Strom hast, geht's los, Junge. Da geht richtig die Post ab. Grüß dich doch erstmal. Ja, die blasen ordentlich Luft rein. Da kann man auch hier den Kabelsalat sehen. Hier ist ein großer Hub. Hier ist ein Hub, wo noch ein paar Stellen frei sind. Ja, hier habe ich versucht, ein bisschen Ordnung reinzubringen. In Anführungszeichen versucht. Dann haben wir hier die No Simulation Pedale. Ich mache mal hier das Licht an. Und wieder etwas dunkler. So. Oh, du hast Licht im Fußraum. Für Videoaufnahmen habe ich dann hier die Wand auch schwarz foliert, dass man da jetzt keine weiße, sterile Wand sieht. Schön. Auch hier kann man schon sehen, dass ich auch den ganzen Fußraum, also einen Boden eingelegt habe, auch aus MDF-Platten und das dann mit schwarzer Wildlederfolie foliert. Schwarze Wildleder ist halt richtig gut, weil das schluckt extrem viel Licht. Da wird kaum Licht reflektiert, deshalb ist das super, um etwas dunkel oder zu verdunkeln. Ja, wenn ich das machen würde, ne, dann kann ich da jeden Tag drinne staubsaugen. Weil glaub mir, meine Katzen werden das alles finden. Alles. Und sich in jede Ritze reinlegen. Wildlederfolie. Wenn ich Wildleder daran machen würde, dann sieht das nach einem Tag aus wie BJ. Und dann ist das nicht mehr Wildleder, dann ist das Tigerleder. Oh. Ja, hier sind jetzt die Pedale. Ist jetzt nichts super Spezielles. Hier ist halt ein Licht für die Pedalcam. Was finde ich hier cool. Ist, da könntet ihr sehen. Das sieht wie bei mir aus, Alter. Ich habe so viel Scheiß an meinem Rig verbaut, ne? Ich meine, ein Vorteil hätte der Kasten, und das sage ich jetzt wirklich, wenn der Kasten theoretisch da wäre, könnte man den ganzen Kasten einfach umdrehen. Weil meine Monitore zur Wand ist eine absolute Katastrophe. Ich sag's, wie es ist. Das ist zum Bauen die absolute Hölle. Das ist auch ein Vorteil, den ich persönlich sehe, wenn du das Ganze umdrehst, diesen Würfel baust, sodass es quasi zu ist, dass man hinten besser und einfacher rankommt. Das ist nämlich nicht schön. Ist es wirklich nicht. Ja, es hat alles sehr viel gebastelt, wenn man eben aus dem, was man hat, dann was basteln muss. Ja, und wie ihr hier sehen könnt, extrem viele Kabel, ne? Dann haben wir hier zwei Profile, wo der ganze Rechner draufsteht, ist aber ordentlich fest am ganzen Rig befestigt. Das würde ich im ganzen Leben, würde ich dem nicht vertrauen. Ist mir egal, ob du daran Dips machen kannst oder irgendwas, das würde ich meinen Rechner niemals draufstellen. Wobei es ehrlich gesagt schon ziemlich geil ist, dass er da draufsteht, weil die Kabelwege kürzer sind. Das ist schon ziemlich schlau eigentlich. Aber ich persönlich, also wäre ich das jetzt, dann hätte ich noch Füße nach unten gemacht, dass das Ding sich abstützen kann.
Weil dem Braten, ich vertraue so einem Braten niemals. Wenn du einmal irgendwo gegenkommst und dann fängt das an zu wackeln. Sieht man jetzt schlecht, ich weiß. Ja, und hier gibt es auch zwei Platten hier, die dann auch mit Carbonfolie foliert sind, um eben auch halt so einen geschlossenen Fußraum zu simulieren. Das finde ich schön. Ja, hier gehen die Schläuche rein von den Lüftern ins Cockpit. Ja, und dann zeige ich euch mal die Tür, weil das ist so eins dieser Highlights. Das ist schon geil. Ja, das ist der Ausleger, auch komplett verkleidet mit MDF-Platten. Und ja, ich zeige euch mal die Tür. Die geht ganz easy auf, ist mit einem Magnet jetzt zu. Und mit einem Finger kann ich die Tür öffnen und ganz leicht bewegen. Oh, das ist ja geil. Und ist auch alles so ausgekleidet, dass alles eng an den Fernsehern vorbeigeht. Wieder etwas heller. So, könnt ihr auch sehen von oben. Also da ist auf jeden Fall noch Platz. Sieht jetzt eng aus, aber... Das ist ja geil gemacht. Ja, könnt ihr noch sehen. Ja, das erfordert natürlich ein bisschen Planung. Etwas Trial and Error, das gehört dazu. Cool. Das war auch besonders bei der Tür der Fall. Ich zeige euch auch mal warum. Die Tür ist an zwei Scharnieren fest. Kann ich euch mal zeigen. Einmal hier und einmal da. Und das reicht aber dicke aus. So, jetzt zeige ich euch mal die Schwierigkeit dabei. Beim Bauen habe ich festgestellt, okay, das ganze Gewicht, was jetzt außerhalb der Mitte ist, das dreht die ganze Tür nach links. Und das war ein Problem, weil dadurch war halt alles verzogen. Es war krumm und schief, die Tür ließ sich nicht richtig schließen, nicht richtig öffnen. Die ging auch von alleine auf. Ja, da musste schnell eine Lösung her, weil nicht alles kannst du in der Planung berücksichtigen. Okay. Ja, dann kam diese Quer-Alu-Profilstrebe hier rein. Und die habe ich dann so befestigt, dass ich alles hochgedrückt habe und dann hier die Schraube befestigt habe. Also hier ist auch ein wenig Spannung drin, dass alles etwas nach oben gedrückt wird, weil es durch das Gewicht sowieso wieder runtergehen würde. Jetzt ist es in der Waage. Jetzt ist die Tür nicht verzogen. Die ist absolut gerade und lässt sich auch dadurch wunderbar öffnen und schließen. Alter, ja, auch hier alles mit schwarz-matter Folie foliert, ja, von außen, innen aber alles mit Carbon. Dann haben wir hier einen ganz simplen Handschuhhalter aus dem 3D-Druck. Ist jetzt nichts Special-mäßiges. Und dann könnt ihr auch hier sehen, dass ich das Rig vergrößert habe, um halt eben dieses Cockpit bauen zu können. Ab hier habe ich zwei Profile miteinander verbunden mit sehr dicken Do-it-yourself-Stahlplatten oder Stahlprofilen. Ja, um dann halt diesen ganzen Würfel hier zu bauen. Auch hier sieht man eben diese Platte, ja, dass eben kein Licht von außen reinkommt. Ich wollte ein komplett geschlossenes System. Ich wusste auch, dass es eng wird. Es wird wirklich eng, es wird warm, es wird stickig, es wird dunkel. Aber das waren genau die Dinge, die ich wollte. Und mit denen ich jetzt auch sehr gut leben kann. Das wollte ich unbedingt haben. Scheiß drauf. Ich schwitze wie ein Schwein, ist mir wurscht, ich brauch's dunkel, Licht. Ah. Ja, hier war eine hässliche Kante gewesen, kann man auch hier jetzt sehen. Ja, und hier zum Beispiel jetzt also wirklich Kleinigkeiten. Hier mit einer schwarzen Winkelleiste abgedeckt, weil es einfach so vom Gesamtbild her deutlich besser aussieht. So, ich mache mal die Tür auf, zeige erstmal die Tür ja von innen. Auch hier könnt ihr sehen, alles mit Carbon verkleidet. Das ist richtig schön. Auch hier eine große Ablagefläche für Tastatur, Fernbedienung, Handy, ein Getränk, 7 Brötchen, 2 Döner. Mal gucken, ob die Met-Sache noch kommt. Alles passt hier rein. Ja, auch die Tür. Gut, innen Mann, drin, also die Türwand mit Carbonfolie foliert. Hier ein neongelber Nylongriff, wirklich extrem stabil, um eben halt von innen die Tür auch wieder zuzuziehen. Und hier so ein neongelber, selbst ausgeschnittener Pfeil. Ich finde es immer sehr wichtig, sowas, das macht schon was her, weil das auch echte Rennwagen haben, dass an so Sicherheitsstellen so neongelbe oder so diverse Zeichen in Signalfarbe sind, dass der Fahrer eben, wenn es mal brennt, zum Beispiel gerade nachts, dass ein Cockpit ist komplett verraucht, der Fahrer sieht nicht so viel, dass er trotzdem durch das Schwarzlicht innen drin
immer noch die ganzen Sicherheitsfeatures des Fahrzeugs sieht und direkt weiß, wo der Türgriff ist. Ja, und deshalb habe ich auch die Buttonbox zum Beispiel neongelb foliert, ne? Dass er das auch, dass der Fahrer das dann sehen würde. Ich habe ja auch früher so ein Sicherheitsnetz gehabt, auch mit einem Stück neongelb, weil das auch in echten Fahrzeugen so ist. Ey, ohne Scheiß, Malkuhn hat so einen Pfeil im Kopf, ne? Das ist halt, also das hier, das ist richtig insane, Chat. Das könnt ihr, also falls ihr nicht wirklich viel mit Sim-Rigs zu tun habt, das hier ist absolut insane. Das ist eine Fiddle-Arbeit, die kannst du gar nicht in Worte fassen, auf diesem Platz das alles hinzukriegen, dass es auch noch so aussieht, wie es aussieht. Das ist richtig krass. Dass an den Stellen, wo man das Netz löst, auch eine neongelbe Signalfarbe zu sehen ist. Ein Feuerlöscher, natürlich nur zur Show, der ist jetzt real, der funktioniert auch, der ist auch noch voll. Aber auch hier sieht man so zwei neongelbe Streifen, weil ich das auch irgendwo schon mal auf einem Foto gesehen habe. Deshalb jetzt, hier ist jetzt nichts irgendwie aus meinem Kopf. Das hat alles, viele Sachen haben auch ihre richtige Referenz aus dem Real Life. Ja, das gehört dazu. Dann könnt ihr noch sehen, zum Beispiel hier, jetzt ein guter Blick, mein 15 Zoll Streaming-Monitor, der ist hier an einem schwenkbaren Arm dran, der dann wiederum hier an einem Profil dran ist. Das Profil geht hoch und ist an diesen Ausleger für den linken Fernseher dran. Nice. Man muss sich eben halt wirklich was einfallen lassen, wenn man sowas wie hier bauen möchte. Sehr kompakt, auf engstem Raum. Und bis ich sowas gefunden habe, muss ich auch erstmal viele Stunden suchen, weil es gibt halt so viele Montagemöglichkeiten. Ja, das ahnt man gar nicht, wie viel Zeit hier gebraucht wird, um halt eben die richtigen Sachen irgendwo zu finden, die man dann braucht. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal ins Cockpit rein. Viele, die meine Streams sehen und meine Videos, die wissen schon, dass hier die ganzen Kopfstützen fehlen. Also, ne, es sind nur zwei Stück, links und rechts. Die liegen hier auf dem Tisch. Das zeige ich euch mal. Einmal linke Seite und rechte Seite. Bisschen mehr Licht machen wir hier, oder? So. Ja. Das sind so, das ist so geil. Kopfstützen. Das sind hier zwei dicke Styroporteile. Die habe ich mir aus dem Baumarkt geholt. So ein Riesentrümmer Styropor. Eigentlich zur Dämmung von Fassaden gedacht. Die habe ich jetzt freihand mit einem Styroporschneider geschnitten. Das hat auch einige Stunden gedauert, bis ich das wirklich gut hinbekommen habe, zwei symmetrische Teile zu machen. Weil das ist wirklich schwer, zwei genau gleiche Teile aus diesem Styropor freihändig rauszuschneiden. Ist mir aber, glaube ich, ganz gut gelungen. Dann habe ich die foliert mit schwarzer Velourfolie, selbstklebend, damit es eben auch da kein... Und die Katzen so, geil, kann man sich da dran reiben? Oh, was, du wolltest ein ganz schwarzes Simbrick haben? Gar kein Problem, warte, ich habe hier noch ein bisschen weiß für dich. Ja, nimm ruhig mein weißes Fell. Oh, ja. Oh, Licht in deinem Rick, geil, bitte, nimm es. Nimm alles. Licht reflektiert. Nimm meine Haare. Weil es dann sonst stören würde, weil es halt eben direkt am Kopf ist. Ja, die werden ganz besonders befestigt. Das geht ganz schnell, das war auch Sinn der Sache, dass ich eben ganz schnell montieren und demontieren kann für Videos. Und auch das ist mir sehr gut gelungen. Das zeige ich euch ja nachher, wie das dann geht. Ja, so viel dazu. Hier zum Beispiel die linke Seite ist dann auch hier mit einer kleinen Platte versehen, auch in Carbonfolie foliert. Warum? Wir schwenken mal rüber. Weil wir hier auch ein Stück Carbonplatte haben und diese Carbonplatte von der Kopfstütze, die ist genau dann hier dran. Hier sieht man dann also keinen Spalt, ne? Dass man dann einen schönen sauberen Übergang hat. So, dann gehen wir mal ins Cockpit rein. Geht auch relativ schnell. Oh, Paul gerade so geil, endlich mal jemand mit ordentlichem Sound. Nicht so wie bei dir im Büro. Bei dir hört sich das immer an, als wenn du eine Salami in eine Turnhalle wirfst. So, und schon sitzen wir drin. Das braucht Übung. Also wenn ich hier Besuch habe und Leute kommen hier hin und möchten mal fahren,
ja, die brauchen dann erstmal 20, 30 Sekunden, um hier ins Cockpit einzusteigen, weil die aber auch extrem vorsichtig sind, weil die einfach nichts kaputt machen möchten. Aber das ist halt eben alles so gebaut, schon so massiv gebaut, dass du hier nicht viel kaputt machen kannst. Ja, jetzt sind wir im Cockpit drin. Ich habe schon mal Le Mans Ultimate vorbereitet. Ich mal kurz auf Resume drücken. So sieht das Ganze im Cockpit jetzt aus. Etwas dunkler. So ist besser, oder? Ah, ist halt schon geil. Auch hier ein bisschen dunkler. Alles klar, das sieht gut aus. Machen wir kurz den Motor an. Der Motor ist schon an, okay. So, hab nur kurz das. Guter Mann, fährt Toyota. Jetzt ist es auch an. Ja, jetzt sind wir im Cockpit drin. Und ihr könnt sehen, ja, es ist extrem zugebaut alles. Alles auf engstem Raum, aber alles, was ich zum Fahren brauche, ist hier drin und ist alles gut erreichbar. Ich kann verstehen, wenn einige sagen, du Marcel, das ist mir absolut zu viel, was du hier hast. Nö. Ich kann es auch verstehen, weil hier ist wirklich sehr viel. Wir haben hier 7 Bildschirme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Ja, das ist sehr viel, aber es muss ja mir gefallen und mir gefällt es sehr gut. Das sind noch zu wenig Bildschirme. Das sind eindeutig zu wenig Bildschirme. Hör mal. Und wenn man mal Fotos gesehen hat von so einem Prototypen-Cockpit, dann auch da ist es extrem zugebaut. Auch da hast du 1, 2, eventuell sogar 3 Bildschirme. Deshalb ist das für mich absolut okay und gefällt mir auch. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal irgendwo an. So, also wir haben 3x32 Zoll Fernseher von Toshiba. Die sind aber auch schon 12, 13 Jahre alt. Ja, das bedeutet nur Full HD, 60 Hertz, mehr können die nicht. Ich vermisse das aber auch nicht, in 2 oder 4K zu fahren oder mit mehr Hertz oder mit mehr Frames. Das wird so krass, wenn Makun irgendwann mal seine Bildschirme upgradet. Das wird so krass, dass er sich denkt so, scheiß die Tür zu, was passiert hier? Weil ich ja nichts anderes kenne. Deshalb ist das für mich vollkommen okay. Ja. Aber nichtsdestotrotz, die nächste große Anschaffung werden dann halt 3 neue Bildschirme sein. Und dann gehe ich auf jeden Fall so auf 43, 44, 45 Zoll. Und es werden dann auch Monitore. Und okay, hast ja jetzt genug Platz. Ich glaube, dir ist, ich weiß nicht, Marcel, ob dir bewusst ist, wie viel mehr Platz das braucht. Weil dann hast du nämlich aus deinem Büroplatz, den du jetzt gewonnen hast, wieder fast gar keinen Platz mehr. Weil dann kannst du, glaube ich, deinen Schreibtisch oder deine Arbeitsecke da wegräumen und dann gehen die logistischen Probleme mit Kabeln los. Mhm. Das macht nämlich ganz viel aus. Ich musste komplett den ganzen Raum wechseln deswegen. Keine Fernseher. Ja, ihr könnt schon sehen, dass alle Ränder der Fernseher auch mit Wildlederfolie foliert sind, um halt eben so wenig wie möglich Licht zu reflektieren. Und das sieht man an extrem vielen Stellen. Das Dach, innen schwarze Wildlederfolie. Also ihr seht da wirklich nur schwarz. Ne? Und das ist schon genau geil. Das war auch Sinn der Sache. Ja, auch hier die rechte Seite. Alles verkleidet, hier mit einer Edelstahlplatte, hier mit Kunststoffplatten, alles mit Carbonfolie foliert. Hinter mir auch die Rückwand, die ich vorhin erwähnte, mit der Nordschleife und hier mit der, mal kurz etwas heller, mit der Befestigung für die Kopfhörer, die kann ich dann ganz easy abnehmen, ne, wenn ich die brauche. Und Gott sei Dank, die dicke, harte Pappe. Hier in diese In dieses Profil kommt dann die rechte Kopfstütze rein. Hier ein Trinkschlauch für längere Sessions, besonders für Langstreckenrennen. Hier die Onboard-Kamera, die ich benutze. Logitech Brio 4K. Die habe ich zweimal. Einmal für den Triple Screen und einmal hier als Facecam. Hallo. Hallo. Ja, hier der eine Lüfter, der rechte Lüfter von Sim Racing Studio. Hier ist der Kasten davon. Hier ist der Verstärker für die 4 Bassshaker, die ich habe. Hier ist der echte Feuerlöscher, der auch noch funktioniert. Der ist auch noch frisch, da ist auch noch Druck drauf. Ja, hier ist die Handbremse.
Hier ist der MME Shifter. Ist jetzt im sequentiellen Modus eingestellt. Ihr seht, das ist alles hier eng. Ne? Also hier ist nicht viel Platz. Ja? Und das sind halt diese Nachteile, die so ein Cockpit mit sich bringt, wenn man eben sehr wenig Platz hat, aber eben so ein Cockpit haben möchte. Mit der Option, die für mich sehr wichtig war, dass ich immer noch in der Lage sein muss, alle Fahrzeuge, die es gibt, fahren zu können. Und das bedeutet auch Fahrzeuge mit H-Shifter, mit Sequenzellenhebel und eben für Rallye mit einer Handbremse. Und alles muss hier rein. Aber so, dass es immer noch komfortabel ist, das zu nutzen. Ja, und ich denke, das ist mir sehr gut gelungen. Hier ist die Maus. Ich muss immer hier rein. Hier ist ein Mausbett hier unten. Und hier ist die Maus. Hier könnt ihr sehen. Und hier habe ich wirklich genug Platz, um alles am Rechner zu machen. Ja, hier ist die schönste Buttonbox der Welt. Geschenkt von meiner Community zu Weihnachten. Genau. Oben haben wir hier ein DDU5 von Grid. Ein sehr toller kleiner Bildschirm. Der war vorher, also bevor der da war, war dieser 7 Zoll Monitor, mal wieder etwas dunkler, so, war der 7 Zoll Monitor hier drauf. Jetzt ist dieser gewichen und hat Platz gemacht für den DDU5 von Grid mit einer 3D-Druck-Sonnenblende. Ich finde es immer sehr, sehr geil, wenn es hier sowas gibt. Auch hier innen drin, habe ich darauf geachtet, ist Velourfolie. Schön sauber verarbeitet und geklebt. Und obendrauf ist Carbonfolie. Das gleiche gilt auch für das Porconi 10 Zoll Dash. Auch hier hat der Lukas für mich eine Sonnenblende gedruckt. Und obendrauf Carbonfolie, innen drin Velourfolie, um eben halt von den LEDs, dass da kein Licht reflektiert wird. Hier sieht man noch eine Reflektion, aber die ist deutlich geringer, als wenn die Velourfolie nicht da ist. Hier ist ein Stream Deck. Damit steuere ich meinen Stream und die ganzen Szenen, Discord und so weiter, die Musik. Hier kann ich meine Philips Hue Lights nochmal manuell steuern. Ich kann die Farbe aussuchen. Wir nehmen Blau, wir nehmen Rot, wir nehmen Weiß. Das sind jetzt 40%, ich nehme mal kurz auf 100%. Ne? Also ist schon extrem hell. Abbruch Hue Lights. Jetzt schwenken wir mal nach oben. Da sind nämlich die Philips Hue Lights. So, ich habe davon 5 Stück. Da hängen einfach an der Decke, also wenn ich mich nicht recht entsinne, hängen da einfach 300 Euro Licht knapp. Ich glaube, 2 Stück kosten 100 und ein paar bisschen. Oh, ich liebe es, wenn Leute so richtig einen an der Pfanne haben, so wie meine Wenigkeit. Und nie wieder ohne, weil das einfach geil ist. Die sorgen für so eine gute Lichtstimmung. Ja. Ist nicht während meinen Streams, weil da sollte mich immer im weißen Licht sehen. Aber wenn ich halt so Videos aufnehme oder für mich selber trainiere oder fahre, dann finde ich das immer super, dass hier dann das ganze Cockpit dann dementsprechend beleuchtet wird. Wenn man durch Schatten fährt, wenn man nachts durch Flutlichter fährt, das gibt so einen coolen Effekt. Dann habe ich die ganzen Lichter auch hier verkleidet. Mit schwarzem Licht und durchlässigem Papier. Warum habe ich das gemacht? Ich möchte nicht, dass die Lichtquellen mich blenden und ich möchte auch nicht, dass die Lichtquellen in den ganzen, im Triple Screen reflektiert werden. So wie jetzt hier, das ist nicht perfekt, das kommt von meiner Facecam. Ja, ne, könnt ihr sehen. Ich mache gerade so und da. Ja, das kann man nicht ganz verhindern, das ist auch irgendwie klar, aber die ganzen oberen hier, die sind jetzt in den ganzen Bildschirmen hier nicht zu sehen. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade nachts würde es extrem stören. Ja, die Lampe sorgt dann dafür, dass meine schöne Visage in den ganzen Streams ausgeleuchtet ist. Ja, das habe ich euch erzählt. Hier ist Notausknopf, das ist die SimuCube 2 Pro. Ich bin ja von Fanatec weg und auf SimuCube gewechselt. Wann ist denn das eigentlich passiert? Das ist mir ja völlig entgangen. Das ist das tolle Bavarian Simtec Alpha Wheel. Hier ist der linke Schlauch. Hier ist jetzt dieses Lüftungsgitter nicht drauf. Ich find's hässlich. Ich find's einfach wirklich hässlich. Habe ich jetzt dort abgemacht. Hier mache ich das wahrscheinlich auch noch ab. Ich mag einfach diesen radikaleren Look. Das sieht auch eher pragmatisch aus. Okay. In einem Rennwagen darf es auch pragmatisch aussehen. Deshalb ist das so für mich okay.
Ja, was kann ich euch hier noch zeigen? Achso, genau. Das ist hier die Flaggenmatrix. Und nochmal vielen Dank an Martin, der mir das Ding gedruckt hat. Auch hier sieht man, ich habe so ein neongelbes Klebeband und habe das in einem sehr schmalen Streifen geschnitten und den Rand damit beklebt. Und das sieht halt schön aus, wenn das Schwarzlicht da drauf knallt. Ich mache mal kurz das Licht aus. Also man kann immer noch sehen, dass es hier wirklich, dass es etwas noch das Schwarzlicht reflektiert, auch wenn es nicht direkt da drauf strahlt. Das gleiche gilt auch für die Bastelbox. Das sieht wirklich richtig fancy aus. Ich mache kurz Licht aus bei den Pedalen. Dann könnt ihr es mal sehen. So. Und Licht aus. Ja, und Hammer, oder? Das ist schon auch geil. Die ganzen LionGP-Sticker an den ganzen Encodern und Buttons, die sind ja UV, also die reflektieren ja das UV-Licht. Und das wirkt einfach so gut. Auch hier sieht man ein Stück leuchtendes Tape obendrauf. Warum? Weil ich im Augenwinkel, immer noch schnell erkennen muss, wo die Handbremse ist. Weil wenn ich fahre, kann es auch hier schon mal ganz dunkel sein. Und da muss ich wirklich blitzschnell immer sofort wissen, wo die Handbremse ist. Man kann schon sehen, wie es reflektiert. Ne? Das ist so krass. Das ist schon geil. So, Licht wieder an. Das hat Andi auch gemacht. Ja. Ich sehe Andi ja eigentlich auch noch in so einer Box. Ne? Ich warte eigentlich nur darauf. Das wird, glaube ich, Andi ist ja auch so ein Typ, ne? Also Error-Andi, der sieht das so ein, zwei Mal und dann hörst du den nicht und dann kriegst du bei WhatsApp ein Foto, du, ich habe da mal was gemacht. Letztens auch schickte mir so ein von dem DIY-Pedal, das hatte Andi schon gefunden bei, der hatte das vorher irgendwo gesehen. Und dann schickt er mir das, so ein Foto und ich so, na, ist schon Warenkorb fertig? Nee, brauche ich jetzt erstmal nicht. Letztens frage ich ihn und? Ja, du, Warenkorb habe ich schon erstellt. Die meisten Sachen, ich warte eigentlich nur noch, dass ich den Motor kaufen kann. Also ich sehe Andi, weil, also Andi hat ja auch eine Buttonbox gebaut, die dem Design ein bisschen ähnelt. Das Design kommt ja auch von, ich weiß gar nicht, irgendein Hersteller hat diese Box auch schon mal gebaut. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Weltneuheit, ne, das mit dem Abknicken. Und seine ganzen Boxen haben alle so einen Rand schon dran. Und es würde ja nicht wirklich viel Sinn ergeben, wenn das nicht zu wäre, weil bei ihnen ist ja offen. Also ich gehe davon aus, dass der sich auch bald so eine Box bauen wird. Ne, vielleicht nicht so krass, aber dass es halt zu ist. Ja, auch das dahinter ist eine Weser-Mount. Dann haben wir hier die Mount, die Side-Mount von meiner Wheelbase, auch hier in Carbonfolie foliert, ein Hygrometer, damit ich immer weiß, wie warm es hier dann wirklich ist, wenn man hier mal drin sitzt und ein Langstreckenrennen im Sommer fährt. Als die Schiebetüren noch hier waren und die wirklich zu waren bei einem 24-Stunden-Rennen, waren es hier im Sommer 30 Grad bis zu 31 Grad und die Luft war hier extrem schlecht. Auch wenn die Lüfter da waren, die wälzen ja auch nur die schlechte Luft um. Jetzt, seitdem die Schiebetüren weg sind, ist es hier ein paar Grad kühler. Du, Marcel, darf ich dich im Sommer mal einladen und wir fahren zusammen hier? Also du da, ich da oder andersrum? Dann sind 30 Grad, 30 Grad und schlechte Luft sind dann noch sehr human. Ich würde dich sehr gerne einladen, Marcel. Und wir haben dann keine Box, sondern einen Raum mit 22 Quadratmeter, der genauso kocht wie dein Rig. Sehr gerne, Marcel. Das würde mich sehr freuen. Jetzt zur Zeit 22 Grad. Ich kann mir vorstellen, wenn es draußen wieder sehr heiß ist, dass es dann hier so auf 27, 28 hochgehen kann, aber nicht mehr auf 30. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Das merkst du halt hier drinnen, merkst du das extrem. Ne? Also wenn jetzt irgendwie die Jungs hier sind und wir haben jetzt hier drinnen ein Rennen, also ihr müsst halt verstehen, hier, also da ist eine Tür und da ist eine Tür. Und das presst so hart hier raus, ne, dass der Flur wird mit warm, die Küche wird mit warm, aber hier drinne, du kriegst hier keine Luft rein. Da kannst du so viel Ventilator hinstellen und alles rauspumpen aus diesem Raum. Das ist hier einfach viel zu doll. Ja, was kann ich euch hier noch... Achso, genau, hier ist das zweite Stream Deck. Ist halt eingelassen in dieser Buttonbox. Und das Coole ist auch einfach, also wenn man ein Stream Deck als Buttonbox nutzt, du hast auf einmal, auf einen Schlag, tausende Möglichkeiten. Du kannst hier alle Programme starten, die man so braucht. Die Buttons für SimHub, die Replay-Steuerung für iRacing und dann die ganzen Plugins für iRacing. Hier kann ich meinen Boxenstopp planen.
Hier kann ich nochmal alles am Fahrzeug verstellen. Ja, und hier nochmal die ganzen Blackboxes von iRacing sind direkt mit einem Button abrufbar. Das ist schön. Ja, also wie gesagt, ich wusste wegen der Temperatur, dass es hier warm wird. Deshalb wollte ich auch immer wissen, wie warm es auch dann hier tatsächlich ist. Befestigt habe ich hier zum Beispiel das Stream Deck mit den ganzen RAM-Mounts. Ich mache es mal wieder heller. RAM-Mounts, hier sind zwei Arme, die dann mit einer Kugel auch an den Profilen befestigt ist. Das gleiche gilt auch für den kleinen 7 Zoll Monitor und für das Flaggenmodul. Das sieht man jetzt mal schlecht, ist aber jetzt easy schwenkbar. Ja, aber immer noch stabil. Und das gleiche auch für die DDO5. Hier habe ich auch zwei RAM-Mounts. Also RAM-Mounts nur zum Teil. Ich habe auch schon mal auf Klone zurückgegriffen von AliExpress zum Beispiel und so weiter. Funktioniert aber auch tadellos. Schönes Cockpit. Ja. Das ist wirklich hier schön. Nochmal die Tür. Hier ist wirklich sehr eng. Achso, und hier kommt dann die linke Kopfstütze dran. Ich mache einfach nur diese Kappe hier ab. Ja, mache ich gleich. Und dann kommt einfach die Kopfstütze dran, wird mit dem Hebel festgezogen und dann ist das Ding fest. Hier sieht man Fake-Schläuche. Ich wollte ja schon ein ganzes Cockpit simulieren und dazu gehören auch Fake-Schläuche und Fake-Kabel. Hier Lautsprecher, falls Besuch da ist, die dann mit den Lautsprechern fahren, weil Kopfhörer, die gebe ich ungern ab, aus hygienischen Gründen. Ich denke mal, ihr könnt das verstehen. Jo. Auch die rechte Seite hier, hier ist der Hebel. Ich schiebe einfach die Kopfstütze mit dem Profil hier auf diesen Notenstein drauf. Warte mal, rechts ist verheiratet, ne? Ist es dort an. Ich vergesse das immer, ob Makun verheiratet ist. Liegt an dem Profil. Links ist verlobt, und rechts verheiratet. Dreh einmal zur Hälfte oder nur halb den Hebel und das Ding ist fest. Ein Tipp von mir, wenn ihr Triple Screen fährt oder zum ersten Mal fahren wollt, unbedingt, das gilt jetzt besonders für Neulinge, stellt euch in jeder Simulation, das ist ganz wichtig, in jeder Simulation das Field of View richtig und korrekt ein. Dazu müsst ihr einfach nur einige Daten in der Simulation angeben, aber die müssen einfach richtig sein und korrekt sein, ansonsten funktioniert das nicht. Wichtig ist einfach nur der Augenabstand vom Monitor zu euren Augen. Das müsst ihr messen und dann den Winkel der Monitore. Den müsst ihr mit einem Winkelmesser messen. Ist wirklich ganz wichtig. Und ich kann euch auch empfehlen, diese Asus Bezel Free Kits. Einfach mal so random Knowledge reingeschmissen in eine Rig Tour. Da sieht man, Marcel macht noch nicht so lange YouTube. Marcel, damit macht man ein extra Video. Das schmeißt man doch hier nicht extra so rein, sag mal. Ihr könnt hier auch natürlich einen Versatz sehen. Das Problem ist leider, die Fernseher sind sehr alt und damals war es noch nicht der Trend, dass die Ränder der ganzen Monitore und Fernseher schmal waren. Die sind halt relativ dick, fast 20 mm. Und dann hast du dann, wenn zwei Fernseher aneinander sind, hast du dann 40 mm Rand. Und irgendwann kommt so ein Asus Bezel Free Kit an seine Grenzen. Und damit der Rand komplett verschwindet, muss diese Folie sehr weit weg von den Fernsehern. Und je weiter weg es ist, umso stärker ist der Versatz. Damit mir das gelingt, damit ich die weiter weg bekomme, habe ich durch den Spalt zwischen den Fernsehern eine CD geschoben, die dann die Folie nach vorne drückt. Die CD zu befestigen ist nicht ganz easy, die verrutscht schon mal. Deshalb könnt ihr hier ein ganz kleines Stück CD sehen. Ja, aber fällt mir während der Fahrt überhaupt nicht auf und dieser Versatz stört mich nicht. Hier sowieso nicht, weil das wegen der schwarzen, dunklen A-Säule sowieso nicht zu sehen ist. Aber hier schon mal ja, aber ich achte nicht drauf, stört mich nicht, alles gut. Andere können sich dann darauf aufhängen. Kann ich verstehen, ja, man hat dann immer so einen Monk, der sagt, es muss alles perfekt sein, aber hier muss ich manchmal Kompromisse eingehen. Ja, du. So ist es nun mal. Ja, und ihr könnt sehen, wenn das Triple Screen richtig gut eingestellt ist, dass es auch wirklich gut aussieht und man wirklich denkt, man sitzt in meinem Auto. Das Ziel war es ja, mit diesem ganzen Cockpit, dass wenn ich hier drin sitze, ich mache die Augen zu und ich mache die Augen wieder auf, dass ich kurz das Gefühl habe, ich würde jetzt im Moment in einem echten Prototypen sitzen. Das war mein Ziel und das habe ich für mich definitiv
erreicht. So, das ist jetzt der Blick von meinem Schädel. Ja, hier ist rechts die Schulterstütze. Das ist halt schon geil. Hier ist links die Schulterstütze. Ich versuche meine Hand jetzt nicht zu filmen. Ja, also man hat hier schon ein ziemlich enges, beklemmendes Gefühl. Aber genau das wollte ich ja haben. So sieht es halt in einem LMDH aus. Wirklich dunkel und das ist schon gut sehr gemacht. Eng. Ich mache kurz auch die Beleuchtung etwas dunkler. Oder machen wir mal blaue Beleuchtung. Und dann kommt das schon anders rüber. Machen wir auch die Pause raus. So sieht das Ganze dann aus. Ja, und das ist der Blick, wenn ich jetzt hier die Schulterstützen dran habe. Und für alle, die jetzt sagen, ja gut, aber warum verbaust du dir die Sicht nach links und rechts zu? Stimmt nicht. Das ist jetzt der Blick und ich kann immer noch ganz easy nach rechts gucken und ganz easy nach links. Das ist schon schön. Und ihr könnt schon sehen, dass diese Schulterstützen genau, oder diese Kopfstützen, an dieser Position sind, wo auch die richtigen Kopfstützen sind. Das heißt also hier jetzt aus dieser Perspektive kommt es wirklich so rüber, als würde man im Rennwagen sitzen. Das ist richtig viel Fiddle-Arbeit. Und das finde ich schon ziemlich cool. Nachteil ist halt eben, es ist sehr eng. Ja, und wenn ich jetzt hier die Videos drehe, dann benutze ich auch die linke Schulterstütze oder Kopfstütze. Und, aber sonst für Streamen nicht, weil ich dann sonst nicht den Monitor sehen würde. Ne? Sonst nehme ich dann direkt mal beide ab. Ja, so viel zu den Kopfstützen. Ich zeige euch mal die Befestigung der Kopfstütze. Habe ich ja vorhin versprochen. So, also. Wieder etwas heller. Wenn ich das Paul schicken würde, ne? Der würde komplett ausrasten. Das weiß ich jetzt schon. Also, wenn ich jetzt Paul dieses Videomaterial schicken würde, der würde komplett ausrasten. Das ist die erste Nachricht, die ich kriege, nachdem der das reingezogen hat in seine Timeline. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Machen. Zack. Ja, schwer zu erkennen. Da ist ein. Aus dem ganz einfachen Grund, weil Paul. Ich finde das schön, dass Marcel das so macht übrigens. Das ist auch überhaupt gar keine Kritik, nicht, dass ihr das jetzt so versteht. Paul wären einfach 47 Minuten viel zu lang. Der würde sagen, willst du mich verkackern? Nimm das bitte nochmal auf oder ich schneide dir da so viel Zeug raus, dass das einfach komplett gekürzt ist. Das guckt sich doch keiner an. Oder da kannst du drei Videos draus machen. Ein Profil, hier ist ein Profil und an dem Profil ist eine Stahlplatte dran und ich brauche nur diesen Hebel hier lösen. In die Richtung, genau. So, und jetzt ist das Ding schon lose. Und ich könnte es jetzt rausnehmen. Das kann ich mal versuchen, ob das mit einer Hand geht. Oh. So. Auf jeden Fall, Stufi. Also, also darauf kannst du mehr als stolz sein. Also Schiedegol, was ja, ob irgendeiner im Internet sagt, was ist das? Das ist ja alles scheiße oder kacke verarbeitet. Darauf kannst du stolz sein. Das ist richtig gute Arbeit. Schiedegol, wie das aussieht, Schiedegol, mit was für Materialien du das gemacht hast, das hier ist einfach richtig geil. Das lege ich mal einfach hier drauf. Das gleiche gilt auch für die linke Seite. Hier auf dem Boden. Hier habe ich halt so ein Nutenprofil, das ist halt länger. Oh, das ist hell. So ist besser. Damit ihr auch so die Kleinigkeiten, diese Details auch sehen könnt. Ja, da mit Madenschrauben verschraubt ist wirklich fest. Hier ist ein Hebel und das schiebe ich einfach in die Nut des anderen Profils. Verschraubt das einmal kurz mit dem Hebel, einmal kurz nach rechts. Schöne Rolli oder was? Und die Kopfstütze ist fest. Das kommt dann genau hier rein. Und dass man das Profil ja von außen nicht sieht, habe ich dann hier auch nochmal eine Carbonplatte drauf gemacht, die dann genau bündig ist mit dieser Seite hier, damit es auch von außen ein schönes Gesamtbild ergibt. Ja, sind so Kleinigkeiten. Ja, das ist der Sitz, ist auch entkoppelt hier mit diesen Gummiplatten, weil hier vier Bassschicker dran sind. Linke Seite, Rücken, schwer zu erkennen und unten am Popo und auf der rechten Seite. Dass ich dann auch schön Vibration spüre, wenn ich über die Curbs fahre. Hier habe ich ein kleines 2.1 Soundsystem.
Die Boxen sind dann auch hier auf der Rückwand etwas provisorisch mit Tape an der Wand befestigt. Rest in peace, Bass Shaker, rest in peace. Hier noch ein Fake-Schlauch. Hier sind die Renngurte befestigt an diesem Stück Profil. Hier habe ich jetzt keinen Boden drin, braucht man nicht. Fast schon vergessen. Das Ding ist Gold wert. Das ist ein kleiner Mini-Staubsauger. Ist jetzt hier einer von Pearl, glaube ich, war das gewesen, für 20 Euro. Und das Ding ist super, wenn du mal eben die ganz kleinen Stellen, die ganz engen Stellen, kleine Ritzen und so weiter, mal eben im Rig saugen möchtest. Ich kann euch das Ding nur empfehlen. Diese ganze Kacke immer, diese 20-Euro-Sachen, die saugen alle nicht. Glaub mir, Katzenhaare sind einfach der Teufel. Das ist der Teufel. Ich bräuchte so ein, wie sagt man denn hier, verifiziertes Ding, wo du ein Loch bohrst und du gehst da rein mit dem Staubsauger und dahinter, der saugt dann die Ziegelsteine aus der Wand, so ein Ding. Sogar eine kleine Lampe. Oh, die sogar jetzt kaputt ist. Ha, auf jeden Fall. das ist... Vorführeffekt. Ja, Marcel, du hast echt top Hardware hier, muss man sagen. Also, ja, du steckst wirklich Geld rein hier. Ja, auf jeden Fall gut und das kann ich jedem empfehlen. Tschö. Tschö. Wo ist der Link? So, das Video ist fertig. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und euch alles gezeigt, was wichtig ist. Und ich hoffe auch, dass ich euch vielleicht inspirieren konnte, etwas von dem hier nachzubauen. Und falls ihr es nicht schafft, falls ihr Fragen habt, Tipps braucht, Hilfestellung braucht, gerne auf den Discord stellen. Den Link für den Discord findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und ich hoffe auch, dass euch das Video als Gesamtpaket gefallen hat. Gerne eure Meinung auch in die Kommentare hauen, das wäre super. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Warte, da musst du mich jetzt aber auch nicht zweimal drum bitten, Marcel. Also, es ist ja, warum bin ich hier eigentlich kein Mitglied? Ach so, wegen YouTube. Oder sogar ein Abo, weil nur das... Habe ich das schon gemacht? Ja, wäre ja auch wild, wenn nicht, ne? Hilft mir weiter, nur so komme ich weiter und so kann ich auch die Reichweite vergrößern. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund bis dahin, euer Marcel. Adios. Kann man das mittlerweile einfach so sagen, ohne dass das jemanden stört? Mit der Reichweite? Ach Marcel, jedes Mal, wenn ich mir das angucke, mein Lieber, denke ich mir auch, aber dann lasse ich es wieder, weil es einfach bei mir kein, das, nee. Jedes Mal gucke ich mir diese fantastischen Videos an und freue mich meines Lebens, dass du dir diesen Traum erfüllt hast und ich sage mir dann auch immer, ich will mir diesen Traum erfüllen, aber dann denke ich mir immer so, nee, das wird nichts.